Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Dragon Age Inquisition. Oh, Leute, ja, wir sind hier endlich auf besagter Map. Die Westgrad, ihr seht, ich habe hier schon ein bisschen was gemacht. Da sind noch zwei Quests, die wir für unsere Gefährten brauchen. Da komme ich aber leider nicht hin, weil hier und hier ein verschlossenes Tor ist. Da muss ich noch rausfinden, wie man das öffnet. Und ich habe jetzt mehr zu der Hauptquest begeben. Ja, es war ein bisschen schwierig, auf die Map zu kommen. Also egal, wie oft ich es versucht habe, ich habe immer einen Absturz gehabt vom Spiel. DirectX-Fehler. Und ich habe die Mods rausgehauen. Ich habe das Spiel repariert. Ich habe alles möglich versucht. Es hat nichts funktioniert. Nachdem ich dann ja, alles x-mal gemacht habe, nochmal alles wiederhergestellt habe quasi und vermutlich jetzt dann endlich alles von den Mods erstmal raus habe, fand ich auf die Map. Dadurch, ja, sieht unser Inquisitor wieder wunderschön aus und auch alles andere ist halt wieder weg. Komischerweise, die Tattoos von Bulle sind noch da. Ich weiß nicht ganz warum. Also ist anscheinend doch nicht alles von den Mods weg. Egal, auf jeden Fall, was für die Abstürze gesorgt hat, ist jetzt weg. Und daher habe ich gedacht, okay, ich schließe jetzt die Map eben hier ab und dann, ja, ist alles wieder wie vorher hoffentlich. Gut. Was auch geschieht, hat bereits begonnen. Im Turm waren Lichter zu sehen. Das muss Blutmagie sein. Ich hoffe, wir können sie aufhalten, bevor noch mehr Leute zu Schaden kommen. Wir machen das. Ihr geht vor. Ich gebe euch Deckung. Okay. Nein, wartet! Hier sind auf jeden Fall die Wächter unterwegs. Kommandantin Clarells Befehle waren eindeutig. Sie ist falsch. Denkt an euren Eid. Siegreich im Krieg, wachsam in Friedenszeiten, opferbereit. Es tut mir leid. Im Tode. Bindet ihn, wie ich es euch gezeigt habe. Hä? Hat der auch einen Anker? Ich glaube, das sollte auf den Augen sein. Oh, jetzt hat jeder so ein... Wie so Pokémon, jeder hat so ein Pokémon an seiner Seite. Welch unerwartetes Vergnügen. Lord Livius Arimond von Virantium. Zu euren Diensten. Ihr seid kein Wächter, Magier? Aber ihr seid derjenige, der Clarell entkommen ist. Und jetzt wollt ihr und der Inquisitor mich aufhalten. Ja. Nun, ich bin sehr gespannt. Oh Gott, wir sehen so... Jetzt geht ein, die sind nur komisch, weil das Gesicht halt so zweifarbig durch das Tattoo ist. Die Haare sind halt schrecklich. Wächter, dieser Mann belügt euch. Er dient einem uralten Magister aus Tevinter, der eine Verderbnis entfesseln will. Das ist eine äußerst ernste Anschuldigung. Mal sehen, was die Wächter darüber denken. Wächter, Hände hoch! Wow. Hände runter! Korypheus kontrolliert sie. Sie haben sich das selbst angetan. Wisst ihr... Der Ruf hat den Wächtern Angst gemacht, also suchten sie überall nach Hilfe. In ihrer Verzweiflung wandten sie sich an das Reich. Ja, und da mein Meister den Ruf in ihre kleinen Köpfe gepflanzt hatte, waren wir Venatori bereit. Voller Mitgefühl ging ich zu Clarell und gemeinsam ersannen wir einen Plan. Hall. Eine Dämonenarmee aufstellen, in die tiefen Wege ziehen und die alten Götter töten, bevor sie erwachen. Korypheus, der mit einer Dämonenarmee durch Orlais zieht? Genau das wurde mir in der Festung der Sucher gezeigt. Und jetzt wisst ihr, wie es beginnt. Das Bindungsritual, das sich die Magier der Wächter lehrte, hat leider einen Nebeneffekt. Sie sind jetzt Sklaven meines Meisters.
Das hier war nur ein Test. Sobald die restlichen Wächter das Ritual vollzogen haben, wird unsere Dämonenarmee ganz Thedas erobern. Ganz ehrlich, der kann weg. Das ist alles, was ich wissen wollte. Oh, bitte. Der wird uns eh nichts erzählen. Oh, wir greifen so einen Anker an. Der Älteste hat mir gezeigt, wie ich mit euch fertig werde, falls ihr töricht genug seid, euch erneut einzumischen. Dieses Mal, das ihr tragt? Der Anker, der euch unbeschadet durch den Schleier lässt? Ihr habt ihn meinem Meister gestohlen. Er war gezwungen, nach anderen Wegen ins Nichts zu suchen. Wenn ich ihm euren Kopf bringe, wird sein Dank Lol, wie so ein Flummi. Flummi-Mage. Ich finde das immer noch so geil, dass wir hier einfach mit Logan auf einer Seite kämpfen. Das ist so cool. Oh ja, ich denke mal, wäre Logan tot und Alistair wäre in Origins zum Wächter geworden, hätten wir jetzt hier Alistair an der Seite, tipp ich mal. Wäre auch wirklich cool gewesen, glaube ich. Sie wollten einfach keine Vernunft annehmen. Wie ihr es befürchtet hattet, stehen die Magier, die das Ritual vollzogen haben, unter Korypheus Bann. Und die Krieger der Wächter? Richtig. Sie wurden für das Ritual geopfert. Welch eine Verschwendung. Erymond hat die Wächter belogen. Sie haben nur versucht, künftige Verderbnisse zu verhindern. Mit Blutmagie und Menschenopfern. Sie waren dumm, aber sie haben aus Notwendigkeit gehandelt. So wie alle Blutmagier. Jeder hat eine Rechtfertigung für seine falschen Entscheidungen. Und nie ist sie von Bedeutung. Letztlich zählt allein das, was man getan hat. In der Richtung, in die Erymond geflohen ist, gibt es nur ein nennenswertes Bauwerk. Eine aufgegebene Festung der Wächter. Adamant. Ich denke, dort werden wir die Wächter finden. Ein Glück, dass mir ein Freund einst einige alte Karten gegeben hat. Das klingt plausibel. Die Wächter und ich werden Adamant auskundschaften und sicher gehen, dass die anderen Wächter dort sind. Wir treffen uns dann in der Himmelsfeste. Sehr gut. Sprech mit deinem Berater am Kartentisch. Okay, sind wir hier jetzt durch? Warte mal, wir haben hier irgendwas. Alkoholisches Getränk. Ja, ich muss jetzt irgendwie noch rausfinden, wie ich diese Tore hier aufmache. Naja, gut. Okay, Leute. Dann würde ich sagen, haben wir jetzt ja die Hauptquest hier gemacht. Zack. Und dann, ja, sehen wir uns nach einem kurzen Cut hier gleich wieder. Dieser Venatori-Magier ist wirklich in der Festung Adamant. Im Ratsraum prüfen sie schon die Angriffsoptionen. Danke fürs Kommen. Gute Arbeit, Varric. Der Inquisitor ist genau das, was wir brauchen. Oh, es war toll. Mordlustige Wächter, Erzdämonen, Blutmagier und verrückte Templer. Fast wie zu Hause. Ich weiß, wie ungern ihr Kirkwall verlassen habt. Das ist der Arsch von Thedas. Die essen Schnecken hier. Trotzdem, ich muss das hier zu Ende bringen. Ohne Bartrand und mich wäre das alles nicht passiert. So viel zum Thema Leben verändern. So ist das, wenn man versucht, etwas zu verändern. Dinge ändern sich. Ihr könnt es nicht immer kontrollieren. Die Wächter sind tatsächlich in der Festung Adamant, Inquisitor. Euer Stab hat meinen vollständigen Bericht. So, und da bin ich auch wieder. Neuer Tag, neue Aufnahme. So, genau, ihr habt ja schon gerade gesehen, was auf der anderen Map passiert ist. Ich habe da noch ein bisschen weitergemacht. Diese verschlossene Tür, die ich euch gezeigt hatte. Wieso sehe ich meine Maus? Ihr seht die ja zum Glück nicht. Und wir haben jetzt hier wieder einige Sachen bei uns in der Feste zu machen. Zum Beispiel müssen wir ein neues Urteil fällen.
Ich würde sagen, dann machen wir doch mal eben. Vor euch seht ihr Servus aus dem Zirkel der Magi in Menrathus. Ihr seid ihm und seinen Venatori in den Westgarten begegnet. Genau. Er gibt zu, für Korypheus gearbeitet, Monster erschaffen und Magie zur Eroberung eingesetzt zu haben. Mhm. Darüber hinaus hat er seine Beziehungen genutzt, um magische Artefakte aus den Westgarten herauszuschmuggeln. Und das ohne Zustimmung seines Meisters. Ob er Korypheus gegenüber loyal ist oder nicht, ist für seine Verbrechen ohne jede Bedeutung. Ich wurde von Dritten angeheuert. Ich empfinde ihm gegenüber keinerlei Loyalität. Und vielleicht könnte ich euch ja nützlich sein, euer Gnaden. Nee. Entschuldigt, aber versucht ihr etwa mit uns zu feilschen? Zu feilschen? Nein, das war lediglich ein Einwand. Ich unterwerfe mich eurer Gnade. Außerdem habe ich Freunde in Tevinter, die mir einiges schuldig sind. Lassen wir das, was in den Westgraden geschehen ist, hinter uns, Inquisitor. Dann sorge ich dafür, dass sie euch zur Verfügung stehen. Wieso können wir den zu Korypheus zurückschicken? Informant auf Bewährung. Ihn als Schmuggler. Was ist das für eine Entscheidung? Krähen heißt für mich irgendwie Liliana? Also sie sollen ihn Liliana unterstellen oder was? Werft ihn in den Kerker. Euretwegen sind Leute gestorben. Dagegen. Euch ungeschoren davonkommen zu lassen, wäre eine Beleidigung ihres Andenkens. Werft ihn in den Kerker. Und Cole blicke ich noch nicht durch. Wir können ihn später befragen. Muss ich zugeben. Ihr sperrt mich ein? Ja. Für wie lange? Ich hätte dich auch töten können. Das hätte ich schon da entscheiden können, ne? Ah, jetzt habe ich wieder das Problem, dass ich mich nicht mehr bewegen kann. Ich kann auch gerade nicht in den Modus wechseln. Na gut, dann warten wir mal. Ja, Leute, ich habe gerade vor dieser Aufnahme ein React auf den letzten Dragon Age The Wailgard Trailer aufgenommen. Vielleicht habt ihr das ja schon bei mir gesehen vor ein paar Tagen auf dem Channel. Und ich habe gerade wieder so Bock auf The Wailgard. Oh, und ich muss doch den ganzen Monat warten. Es ist so schlimm. So, bevor ich das vergesse, rede ich jetzt mit der Ausbilderin. Ich konnte mich jetzt endlich diesen komischen Folianten herstellen. Musste ich an, ja, in einem Lager auf irgendeiner Map machen. Und dann werden wir jetzt eine Risma lernen. Ihr seid zurück. Ihr seid zurück und habt die Anweisungen befolgt. Und ihr seid noch am Leben. Natürlich seid ihr noch am Leben. Was ist der nächste Schritt? Der nächste Schritt ist eine Entscheidung, die ihr treffen müsst. Legt ihr euch auf diesen Pfad fest? Auf die Rissmagie-Klassenspezialisierung festlegen. Alle anderen Spezialisierungen sind nicht mehr zugänglich. Ja. Ihr seid meine Ausbilderin. Ja, das bin ich. Ich danke euch. Hast du mir am besten? Ich werde euch das nötige Wissen verleihen und ihr werdet es nutzen, um Beeindruckendes zu leisten. Geil. Wie könnte es auch anders sein? Ihr seid der Inquisitor und ihr werdet eine Rissmagierin sein. Nice. So, haben wir jetzt hier neue Sachen? Haben wir. Schleierschlag? Oh, das sind teilweise... Hier, Steinschlag kennen wir doch aus Dragon Age 2. Das hatten wir da. Das war damals noch der Weg der Macht oder sowas. Jetzt habe ich natürlich keine Punkte zum Lernen. Das ist natürlich ein bisschen bitter. Naja. So. Wo wir schon mal hier unten sind, können wir nochmal mit Blackwall reden. Ich glaube, ich habe alle seine... Mal ganz kurz gucken. Genau, ich habe nämlich alle seine Sachen gesammelt für die Grauen Wächter. Mal gucken, ob er jetzt irgendwas Neues sagt. Hi. Wir müssen so schnell wie möglich zur Festung Adamant. Wenn es eine Chance gibt, zu verhindern, dass Korypheus die Wächter vernichtet, dürfen wir sie uns nicht entgehen lassen. Was denkt ihr, werden wir in Adamant vorfinden? Nichts Gutes. Es war schon schlimm genug, vom Plan der Wächter zu hören. Jetzt werden wir es mit eigenen Augen sehen. Im besten Fall einen Albtraum. Im schlimmsten Fall einen Albtraum, gefolgt von unserem qualvollen Tod. Ich kann noch immer nicht glauben, was sie da tun. Ich dachte, ich würde den Orden verstehen. Nichts im Moment. Vielleicht später.
Ich frage mich, warum wir bei manchen schon so gut die Klassen, also die Charakterquests machen konnten, bei manchen nicht. Immer manche sind irgendwie storyabhängig, irgendwie, ab wann man das kann. Okay, dann müssen wir noch zu Vivienne. Da habe ich nämlich jetzt auch die Klassen. Wieso sage ich immer Klassenquest? Die Charakterquest fertig? Das mache ich jetzt auch mal eben. Sarah müssten wir durch sein. Und bei Bulle haben wir noch die Quest. Inquisitor. Nee, hier ist ja Josephine. Ja, komm, dann bringen wir mal eben mit Josephine. Ein Problem bedarf eurer Aufmerksamkeit, Inquisitor. Ja? Einige adlige Anhänger der Kirche in der Stadt Jada beschuldigen euch, für den Tod der Göttlichen verantwortlich zu sein. Ist ja was Sie ganz Neues. Sie sind ungewöhnlich gut organisiert. Ich würde empfehlen, jemanden nach Jada zu schicken, um die Angelegenheit zu klären. Schicken wir ein paar Gesandte nach Jada, um die Leute zu überzeugen, dass ich kein Monster bin. Ausgezeichnet. Ich denke, es wäre ein großer Gewinn, sie für euch einzunehmen. Mhm. Danke. So. Ach nee, hier ist das komische Garten. Unser Zwerg. Falls ihr Fragen habt, bin ich euer Zwerg. Darf ich? Nee, habe ich nicht. Ihr wollt über mich reden? Das Lyrium habe ich auch für seine Quest komplett. Es gibt aber irgendwie mehr Lyrium-Stellen, als man für ihn kaputt machen muss. Das weiß ich auch nicht warum. Wir müssen verhindern, dass die Wächter diesen wahnsinnigen Plan ja, Solos. Umsetzen, Inquisitor. Freiwillig diese alten Götter ausfindig zu machen, in einem bizarren Versuch der Verderbnis zuvorzukommen. Ach komm, Schnucki, jetzt beruhig dich mal. Sie werden es nicht schaffen. Wir werden sie gemeinsam aufhalten. Danke. Ich bin schon so lange allein. Es ist schwierig, sich daran zu gewöhnen, von anderen unterstützt zu werden. Hm. Diese Narren und ihr Pflichtgefühl. Verantwortung ist keine Fähigkeit. Und blindes Handeln ist nicht zwingend besser als Untätigkeit. Verzeiht mir, allein die Idee ist verstörend. Hallo. Hey. Wir unterhalten uns später. Dareth Shiral. So. Darian? Ihr immer mit euren Fragen. Was sollen denn die Leute denken? Ich sollte gehen. Ihr wisst, wo ihr mich findet. Mhm. Ich quatsch trotzdem mal mit dem, wo wir die Quest schon quasi durch haben, einfach um zu gucken, ob da noch was Neues kommt. Für sie. Da lang. Okay, Vivienne. Ich habe deine Bücher gefunden. Für euch habe ich immer Zeit, meine Liebe. Eure verlorenen Bücher wurden gefunden. Meine Liebe, ihr seid ein Schatz. Wolltet ihr etwas von mir, meine Liebe? Okay, dann gehen wir jetzt noch einmal nach oben und quatschen nochmal mit Liliana. Varric wusste also die ganze Zeit über, wo der Champion war. Das war das letzte Mal, dass wir Cassandra ein Verhör überlassen haben. Nice. Gibt es etwas, das ich wissen sollte? Unser nahe Adamant stationierter Spion berichtet von seltsamen Geräuschen und merkwürdigen Lichtern bei der Festung. Mindestens zwei Späher werden vermisst. Wir müssen handeln, und zwar rasch. Okay. Ich überlasse euch wieder eure Arbeit. Dann gehen wir wieder runter. So. Genau, das haben wir beide. Wir sind immer noch in den Winterpalast. Das möchte ich gleich machen. Ich habe irgendwie kein gutes Gefühl bei dieser Quest. Ich möchte mal kurz mit unserem restlichen Team reden. Genau, Cassandras Quest habe ich, glaube ich, auch durch. Kann ich euch irgendwie helfen? Das wäre vorerst alles. Dann bis zum nächsten Mal.
Wobei Cassandras Quest irgendwie wirkt, als wäre sie Ende, aber ihr Bild hat sich nicht verändert, also ihre Tarotkarte. So, ganz kurz zu Sarah. Denkt man nicht, dass sie was Neues hat. Hi. Seid ihr sicher? Nur Gerüchte. Ihr meint es ernst mit diesem Magiezeugs, was? Diesem Hokuspokus? Wie wär's mit etwas weniger? Ich frag ja nur, also etwas weniger Magie. Das wäre doch toll, oder? Ich frag mich immer noch, warum man nur sie wegschicken kann. Von ich komme allen. Wieder, falls ich euch brauche. Das ist voll komisch. Okay, dann noch Cole. Der chillt vermutlich wieder hier in seiner Ecke. Hey. Ihr seid verändert. Oh, Cole stimmt zu. Es strahlt in euch schimmernd scharf. Warum? Ihr habt Magie aus den Rissen gewirkt. Oh, weil wir Rissmagier sind. Ich hoffe, es gefällt euch, wie ich mich jetzt anfühle. Ja, es ist anders, aber vertraut. Es erinnert mich an mich. Wolltet ihr etwas von mir? Wie man hört, wart ihr ziemlich fleißig. Jemand hat ein Fass voller verlegter Dolche gefunden. Seid ihr dafür verantwortlich? Sie waren dort sicherer. Also. Lasst uns über etwas anderes sprechen. Einverstanden. Wir unterhalten uns später. Ja. Ja, mit Cole können wir irgendwie noch nicht wirklich viel machen, ne? Wir machen nicht mal irgendeine Quest von ihm. Ich kann mich hier hinstellen, aber die ganze Zeit dieser Bardin zuhören, ne? So, dann. Moment, Moment. Ich habe wieder eine Person, die ich immer vergesse. Erst die Templer und jetzt auch noch die Grauen Wächter. Beide hatten ihre Leben dem Kampf gegen das Böse gewidmet. Und jetzt dienen sie ihm. Wir haben die meisten der Templer auf unserer Seite gezogen. Und dafür danke ich dem Erbauer. Auch wenn wir für einige von ihnen zu spät kamen. Die Inquisition muss als Vorbild dienen. Wo andere straucheln, müssen wir standhaft bleiben. Gibt es irgendetwas, wovon ich wissen sollte? Die Reparaturen an den Befestigungen der Himmelsfeste gehen voran. Unsere Späher melden außerdem keinerlei unmittelbare Bedrohungen in der Umgebung. Wir können uns glücklich schätzen, dass Solas von diesem Ort wusste. Das wäre vorerst alles. Ich bin hier, falls ihr etwas brauchen solltet. So. Dann gehen wir jetzt noch einmal zum Kartentisch. Da wollte ich nämlich nur Sachen machen. Ich musste ja alle Mods komplett rauskicken. Somit war auch dieses keine Zeit beim Tischverbrauchen weg. Und es ist so schrecklich, ne? Ich habe dann da einfach mal Sachen angestellt, die gingen teilweise Stunden. Also so... Keine Ahnung, das muss doch nicht sein. Ich finde das völlig angenehm, dass man die einfach so am Tisch erledigen kann. Warum muss das Stunden und Stunden meiner Spielzeit aufbrauchen? Und man kann ja nur drei Sachen gleichzeitig machen. Weil man dann halt nur jede Person einmal wegschicken kann. Da muss man aber warten. Ich meine, ist ja irgendwie realistisch. Aber mein Gott, so viel Zeit habe ich doch nicht. Weiß ich nicht. Find ich kein gutes System. Ich hoffe, sowas gibt es in Wailgard nicht. Es ist halt, finde ich, halt so ein Problem heutzutage bei Spielen, dass ja, man die Zeit des Spielers irgendwie nicht respektiert, weil, keine Ahnung, ne, so ist, man hat einfach nicht Zeit, dann sowas zu tun. So, genau, das hier war fertig. Ganz schön viel rote Jenny-Zeug für unsere liebe Inquisitor Sarah. Da kriegen wir halt so ein bisschen Gold. Das finde ich halt total schwachsinnig. Das wird halt alles normalerweise Stunden dauern. Stunden! Brauchen wir nicht.
Naja, das war das. So. Hier sind wir dann soweit. Oh ne. Kann das da mal weggehen? Nicht? Okay. So, da müssen wir hin und da müssen wir immer noch hin. Aber, warte mal, da hinten ist noch was. Oh. Ach Mist, als ich die Mods draußen hatte, hätte ich das schwarze Emporium mal machen sollen. Naja, egal. Okay, dann würde ich sagen... Oh nein, ich wollte über die Map reisen. Oh, jetzt haben wir doppelt Ladebildschirm. Entschuldigt. Naja. Ich hätte jetzt gern ein, zwei Punkte irgendwie zum Leveln, damit ich die Rissmagie lernen kann. Ich bin auch immer noch unsicher, was ich in Wailgard spielen soll. Ich habe jetzt ja den Trailer geguckt und da wurde Magier gespielt und das sah so cool aus, das Kämpfen. Eigentlich wollte ich ja gerne Schurke spielen. So. Wir gehen jetzt aber mal. Haben wir hier noch irgendwas Neues? Zur Sturmküste. Da müssen wir hin. Wie kommt man denn da am besten hin? Hier die Küste lang? Hier sieht es halt nicht so, als ob man hier irgendwo drüber kommt. Wie bin ich hier hingekommen? Ja genau, hier sind auch noch diese Lyrium-Vorkommen, die ich jetzt gar nicht mehr brauche. Ich überlege, ob ich halt einfach hier oben lang gehe. Ja, komm. Machen wir von hier aus. Okay. Bolle. Dorian. Und wir nehmen mal Cole wieder mit. In der Hoffnung, dass das irgendwas bringt. Ladebildschirm, Ladebildschirm. Ah, ich höre schon Musik. Also oh, schön. Geht automatisch. Unser Konari-Kontakt müsste hier irgendwo sein. Es geht doch so schief, da allein die Musik der. Sagt das schon. Schön, euch wiederzusehen, Hisrad. Gott, als ich zuletzt von euch hörte, wart ihr noch in Seheron. Sie haben irgendwann beschlossen, dass ich inzwischen ruhig genug bin, um wieder auf die Welt losgelassen zu werden. Boss, das ist Gut. Wir haben in Seheron zusammengearbeitet. Es ist mir eine Freude, euch kennenzulernen, Inquisitor. Hisrad schreibt in seinen Berichten, dass ihr gute Arbeit leistet. Der eiserne Bulle heißt Hisrad? Unter dem Kuhn führen wir Titel, keine Namen. Mein Titel war Hisrad, weil ich mit geheimen Aufgaben betraut war. Übersetzt heißt es so viel wie Hüter der Illusionen oder... Lügner. Die Übersetzung ist Lügner. So deutlich müsst ihr das auch nicht sagen. Ich freue mich auf unsere Zusammenarbeit. Hoffentlich hilft das beiden Völkern. Tevinter ist auch ohne den Einfluss dieses Venatori-Kultes schon gefährlich genug.
Ja, das sind alles versaute, dekadente Grobiane. Ich bin sicher, unter dem Kuhn hätten wir es alle viel besser. Bei mir war es so, nachdem ich die Kunari aus der Sklaverei in Tevinter befreit hatten. Ich war damals 8. Das Kuhn ist nicht perfekt, aber ich verdanke ihm ein besseres Leben. Ja, ein Leben ohne freien Willen und unabhängige Gedanken. Was für eine Verbesserung. Muss ich mit Dorian hier argumentieren? Das Reich hat ebenso Probleme wie die Kunari. Da habt ihr vermutlich recht. Ich bin nicht hier, um irgendwen zu bekehren. Ich will nur verhindern, dass dieses rote Lyrium Minrathus erreicht. Mit diesem Zeug könnten die Winds ihre Sklaven in eine Armee magischer Mutanten verwandeln. Wir könnten Ser Heron verlieren. Und erleben, wie eine riesige Armee aus Tevinter hierher marschiert. Das sehen die Benasrat genauso. Darum sind wir hier. Unser Schlachtschiff ist außer Sicht und Reichweite irgendwelcher Venatori-Magier an der Küste. Wir schalten also erst die Venatori aus und geben dann dem Schlachtschiff ein Signal, damit es das Schmugglerschiff versenken kann. Was denkt ihr, Bulle? Schwer zu sagen. Ist ziemlich undankbar, den Angriff eines Schlachtschiffes zu sichern. Dabei kann eine Menge Scheiße passieren. Wenn eure Späher die Anzahl der Feinde unterschätzen, sind wir tot. Können wir die Venatori-Magier nicht kaltstellen, verlieren wir das Schiff. Das Ganze ist riskant. Riskanter als zuzulassen, dass rotes Lyrium Minrathus erreicht? Auf dem Schiff könnten ebenfalls Venatori-Magier sein. Wenn das Schlachtschiff nicht mit ihnen fertig wird. Ich bezweifle, dass auf dem Schiff mehr als 2 oder 3 Magier sind. Und die sind spätestens nach dem 3. Schuss tot. Ein 30 Venatori, die das Schiff aus einer sicheren Deckung an Land angreifen, könnte allerdings ernsthaften Schaden verursachen. Wenn es für das Schlachtschiff in der Nähe der Küste zu gefährlich ist, warum greift ihr die Schmuggler dann nicht auf offener See an? Weil jedes vernünftige Schmugglerschiff einem Schlachtschiff auf offener See mühelos entkommt. Deshalb müssen wir sie in der Nähe der Küste erwischen. Mit der Hauptstreitmacht der Inquisition hätte ich die Venatori wegfegen können. Warum haben wir sie nicht benutzt? Weil die Venatori euch gesehen hätten und geflohen wären. Dann hätten sie später eine neue Lieferung arrangiert, von der unsere Spione vielleicht nie erfahren hätten. Die Sache ist riskant, ja. Aber das ist unsere beste Chance, dem Lyrium-Schmuggel dauerhaft einen Riegel vorzuschieben. Also schön, halten wir unseren Teil der Abmachung ein. Meine Spione haben 2 mögliche Standorte ausgemacht, von denen aus die Venatori die Küste überwachen könnten. Hier und hier. Wir müssen uns trennen und beide Positionen gleichzeitig angreifen. Ich komme mit euch, Boss. Krem kann die Sturmbullen anführen. Ich erkläre ihm alles. Kommt zu mir, wenn ihr marschbereit seid. Ich glaube ja immer noch, dass das irgendwie schief gehen wird. Wo ist denn Bulle jetzt? Sobald sie erledigt sind, gibst du dem Schlachtschiff das Signal, dass es sich gefahrlos nähern kann. Geht klar, Häuptling. Denkt daran, ihr müsst sofort voll draufgehen. Aber lasst euch nicht auf einen Fernkampf ein. Die haben Magier. Kein Problem. Wir haben unsere eigene Magierin. Ich bin keine Magierin. Erledigt ihren Verzauberer im Nahkampf, bevor er das Schlachtfeld übernimmt. Er wird tot sein, bevor er es merkt. Aber seid vorsichtig, ja? Die Winds sind verdammt scharf auf dieses rote Lyrium. Ja, ich weiß. Danke, Mama. Kunari haben keine Mütter. Schon vergessen? Wir kommen schon klar, Häuptling. Also gut, Sturmbullen. Hörner hoch! Hörner hoch! Von mir aus kann's losgehen, Boss. Ich bin bereit zum Aufbruch, Bulle. Alles klar. Sturmbullen! Es geht so schief! Mach kurzen Prozess mit ihnen. Wenn das hier vorbei ist, gehen die Getränke auf mich. Klingt gut, Häuptling. Los jetzt, Sturmbullen! Bewegt euch! Ihr habt euren Sturmbullen das einfachere Ziel gegeben. Findet ihr? Tiefer gelegen und weiter von dem Schmugglerschiff entfernt. Komm, als ob ich da nicht drüber kann. Mit heftiger Gegenwehr ist dort wohl kaum zu rechnen. Tja,
Dann übernehmen wir wohl mal wieder die Haupt. Weit. Wie in alten Zeiten. Ich kann hier einfach nicht weg, ne? Das hier ist irgendwie so ein Extra-Bereich. So, dann gucken wir mal. Seid vorsichtig. Laut meiner Kundschafter müssen wir vor dem Hauptlager mit Gegenwehr rechnen. Ach, wenn man wir dann haben schon. Das schon ein paar Mal gemacht, Gatt. Ihr lebt nun schon seit Jahren außerhalb des Kuhn, eiserner Bulle. Ich wollte nur sicher gehen, dass eure Reflexe nicht genauso verweichlicht sind wie der Rest von euch. Autsch! Laut der Berichte des Eisernen Bullen seid ihr ein Dämon. Hämmerndes Herz, heißer Rauch auf hitzigem Rücken. Er leckt sich den Daumen, bevor er die Seite umblättert. Er wurde nie fertig. Ihr habt keinen Dämon in euch. Ihr müsst euch nicht mehr sorgen. Aufhören. Hört auf. Cole, Schluss damit. Dämonen machen Anhänger des Kuhn nervös. Schon vergessen? Bulle, wie könnt ihr nun mit einem Dämon zusammenarbeiten? Er ist in Ordnung. Also schön, Cole. Falls wir auf einen großen Burschen mit einem Schild stoßen. Geht ihr voran, groß in Leib und Wort. Und ich bleibe zurück, Dolche in der Dunkelheit. 1, 2, 3. Wenn das heißt, was ich denke, dass es heißt. Großartig. Wir haben's geschafft, Guts. Gut, ich gebe jetzt das Signal. Die Sturmbullen sind auch soweit. Seht ihr sie da unten? Ich wusste, ihr gebt ihnen die leichtere Aufgabe. Da ist das Schlachtschiff. Ach, das weckt alte Erinnerungen. Nicht übel. Mist. Wenn ihr sie jetzt warnt, haben sie genug Zeit, sich zurückzuziehen. Ja. Eure Männer müssen diese Position halten, Bulle. Wenn sie das tun, sterben sie. Und wenn sie es nicht tun, erobern sie die Venatori zurück und das Schlachtschiff ist verloren. Ihr werft dadurch eine Allianz der Inquisition mit den Kunari weg. Ihr erklärt euch selbst zum Tal Vashoth. Durch eure Nähe zur Inquisition halten euch viele Ben Asrat schon für einen Verräter. Ich trat für euch ein, Hisrad. Ich sagte ihnen, ihr werdet nie ein Tal Vashoth. Sie sind meine Jungs. Ich weiß, aber ihr müsst tun, was richtig ist, Hisrad. Für diese Allianz und für das Kuhn. Rettet das Schlachtschiff. Bulls Männer werden sterben. Rettet eure Männer. Das Schlachtschiff wird geopfert. Wir müssen uns jetzt echt entscheiden, ob wir das Team retten. Oder eine Allianz mit den Kunari aufgeben, was sicher von riesigem Vorteil ist. Aber das kann ich ihm nicht antun. Das ist seine Familie. Die opfern wir doch nicht für einen Vorteil. Blast zum Rückzug. Nein! Ich wünschte, der Dialog wäre noch ein bisschen krasser gewesen, dass er jetzt irgendwie im Zwiespalt mehr gewesen wäre. Und dass er irgendwas gesagt hätte dazu. All die Jahre, Hisrad. Und ihr werft alles weg, was ihr seid. Wofür? Für das? Für sie? Wir können das bei eurem Volk wieder gut machen. Was ist denn dagegen? Das könnt ihr nicht. Wollt ihr eine Lösung finden? Na gut. Sie kommen nie im Leben aus der Reichweite. Gleich ist es vorbei. Bulle, wenn das Schlachtschiff sinkt,
Sinkt? Konari-Schlachtschiffe sinken nicht. Oh. Kommt schon. Gehen wir zu meinen Jungs zurück. Aber wieso war er jetzt dagegen, wenn ich eine Lösung finden wollte? Naja. Naja, aber das konnte ich ihm jetzt nicht antun. Ich glaube, der wäre dann ziemlich am Ende gewesen, der gute Bulle. Hey, Boss. Inquisitor, es ist meine Pflicht, euch mitzuteilen, dass es keine Allianz unserer Völker geben wird. Aber das Problem Überdies ist doch immer noch da. Überdies werdet ihr keine Berichte der Ben Asrat von eurem Talvashoth-Gefährten mehr erhalten. Habt ihr Befehl, mich zu töten, Guts? Nein. Die Ben Asrat haben schon einen guten Mann verloren. Sie würden nur ungern einen zweiten verlieren. Hey, so ein Quatsch, wir können ja trotzdem zusammenarbeiten. So viel dazu. Geht es euch gut, Bulle? Ja. Er ist dagegen? Ich werde mehr freie Zeit haben, jetzt, wo ich keine Berichte mehr schreiben muss. Bulle. Boss, ich muss das alles erst verarbeiten, ja? Und zwar alleine. Okay. Du kommst spät. Tut mir leid, Häuptling. Mir sitzt noch der Kampf mit diesen Winds in den Knochen. Schön, euch zu sehen, Inquisitor. Das war gute Arbeit mit diesen Venatori. Ein Kinderspiel, wenn der Häuptling uns den Rücken frei hält, euer Gnaden. Der Häuptling hat den Sturmbullen heute Abend sogar ein fast chasindisches Sackmet spendiert. Verdammt, Gram! Das musst du dem Inquisitor wirklich nicht auf die Nase binden. Tut mir leid, Häuptling. Nee, der wäre da dran zerbrochen. Das hätten wir ihm nicht antun können. Ach, vergiss es. Ist schon gut. So. Dann gehen wir doch direkt mal wieder zu Bullo und gucken, ob wir mit ihm quatschen können. Aus Havens Feuern, wir eilen herbei. Zur Himmel. Hi. Ihr wolltet mich sehen? Ja. Au. Bulle! Schon gut! Ebosti Sala Telveshoth! Tschüss! Ja, meine Seele ist Staub. Deine ist allerdings überall auf dem Boden verteilt, also. Tut mir leid, Boss. Ich dachte, ich brauche vielleicht Verstärkung. Aber ich schätze, ich bin es nicht mal wert, dass man mir fähige Leute auf den Hals setzt. Geht es euch gut? Alles bestens. Da habe ich mich schon im Bett schwerer verletzt. Wow. Was, wenn die Klinge vergiftet war? Oh, sie war auf jeden Fall vergiftet mit Sarkamek in flüssiger Form. Hätte ich nicht das Gegengift genommen, würde ich jetzt wahnsinnig werden und mir die Eingeweide aus dem Leib kotzen. So brennt es zwar wie verrückt, aber das ist doch alles. Okay. Ihr wusstet, dass diese Meuchelmörder kommen würden? Eine kleine Veränderung im Wachwechsel hat mich darauf gebracht. Warum habt ihr mir das nicht früher erzählt? Habt ihr etwa Jahre der Ausbildung bei dem Ben Asrat hinter euch, um euren Gesichtsausdruck zu kontrollieren? Wenn, dann ist es mir entgangen. Seht ihr? Das meine ich. Hätte ich euch oder die Wachen informiert, wären die Attentäter vorgewarnt gewesen. Ich hatte gehofft, die Ben Asrat würden euch gehen lassen. Das haben sie. Zwei Kerle mit Klingen gegen mich? Das ist kein Mordversuch. Das ist eine Formalität. Sie wollen einfach nur klarstellen, dass ich ein Telvashoth bin. Ein verschissener Telvashoth.
Wunden. Werdet ihr euch davon erholen? Das ist eine Stichwunde, Boss. Ich schätze, ich werde es überleben. Es geht mir gut. Danke. Ach, wie auch immer. Ich werde hier sauber machen und Rotschöpfchen darüber informieren, was passiert ist. Boss, egal was ich vermisse oder bereue, das hier ist der Ort, an dem ich sein will. No. Der eiserne Bulle steht an eurer Seite. Ja, cool. So. Ja, Kallen. So, dann gehen wir jetzt nochmal zu ihm. Gucken, ob das was Neues noch ist. Und dann mal gucken. Willkommen zurück. Ich begreife einfach nicht, wie diese Frauen in der Küche nach unserer letzten Nacht so früh wach sein können. Bis später, Bulle. Es war nett, mit euch zu reden, Boss. So. Das heißt, wir haben noch die beiden Hauptquests. Und halt das ganze Nebenzeug. Wir können halt in den Palast, aber ich würde erst gerne mal diese Wächtersache abschließen, die wir angefangen haben. Sprechen mit deinem Berater. Und ich würde gerne einmal einfach nur testweise. Weil komm, wir gehen erst mal mit den Beratern reden. Aber was müssen wir denn... Ach so, wir müssen die Mission da auswählen, ne? Euer Gnaden. Zack. So. Gucken, ob wir die Wächter irgendwie gerettet kriegen. Wäre ganz sinnvoll. Okay. Festung Adamant hat der dunklen Brut seit der Zeit der zweiten Verderbnis getrotzt. Das heißt, sie wurde vor dem Zeitalter moderner Belagerungsgeräte erbaut. Ein gutes Tribok reißt große Löcher in diese alten Mauern. Und dank unserer werten Botschafterin... Lady Sarah von Jada leitet der Inquisition ihre Pioniere. Sie haben die Tribox schon in Stellung gebracht. Das ist die gute Nachricht. Oh Gott, was die schlechte? Und die schlechte? Für Arimond war das Ritual in den Westgraten ein Test. Gut möglich, dass er in der Festung schon seinen Dämonen hersammelt. Unsere Truppen können das Tor nehmen, aber wenn die Wächter schon ihre Dämonen haben... Ich habe Baupläne von Adamant gefunden. Es gibt einige Engstellen, die wir nutzen könnten, um das Schlachtfeld zu begrenzen. Sehr gut. Wir können sie vermutlich nicht direkt besiegen. Aber wenn wir ihren Nachschub kappen, kommt ihr vielleicht an Kommandantin Clarell heran. Wir belagern also eine legendäre Festung voller Dämonen? Es wird ein harter Kampf, keine Frage. Aber wir öffnen dieses Tor. Außerdem wäre es möglich, dass einige Wächter unserer Sache gewogen sind. Vielleicht lassen die Krieger mit sich reden, aber sie werden sich kaum offen gegen Clarell wenden. Die Magier sind allerdings Sklaven von Corypheus. Sie kämpfen bis zum Tod. Unsere Belagerungsmaschinen und Truppen sind bereit, Inquisitor. Auf euren Befehl wird Adamant fallen. Was ist eigentlich mit, dem Held von Ferelden zum Beispiel? Wo ist der denn? Und hier auch, oder Alistair oder Anders, die müssen den Ruf doch auch hören als Grauwächter. Gerade Anders, der dürfte nicht sonderlich stabil sein, ey. So. Oh.
Das sieht aber nicht so gut aus. Ja gut, jetzt ist ein Terrible Shoth, ne? Sein Bild hat sich geändert. Aber ich glaube, er wäre noch schlechter damit klargekommen, hätten wir seine Leute geopfert, tatsächlich. Aber das heißt, wir sind mit Bulle auch fertig, soweit. Okay, Grauwächter. Das heißt, wir nehmen auf jeden Fall Blackwall mit. Ich würde ganz Solus mitnehmen. Na komm, ich nehme den Cole mit. Zack. Gehen wir mal hin. Jahre später. Ihr kennt's. Oh! Was ist das mit Sequenz? Okay, krass. Angriff! Zu den Waffen! Ja, das ist einfach Herr der Ringe hier. Los. Nehmt Helms Klamm ein. Es ist tatsächlich einfach Helms Klamm. Aua. Grond. Grond. Der hieß Grond, ne? Mit dem die das Tor von das Tirith eingerissen haben. Herr Rambock. Es ist einfach Herr der Ringe. Eigentlich bräuchten wir eine voll epische Rüstung. Das passt einfach nicht so zu einer Magierin. Was Cooleres habe ich halt irgendwie nicht. Hallo, darf ich mitmachen? Hallo? Okay. Na komm, wir machen das jetzt hier noch. Und Adi wollte ich hier hin teleportieren und dann halt die Folge beenden. Aber wenn wir jetzt hier schon in so eine epische Schlacht reingeworfen werden, die mit so einer Sequenz angekündigt wird, dann kann ich das nicht einmal unterbrechen hier. Okay. Rückzug! Sie sind durchbrochen! Nun dann, Inquisitor. Da habt ihr euren Weg hinein. Dokan. Viel Glück. Wir beschäftigen das Hauptheer der Dämonen, solange wir können. Ich komme schon klar. Sorgt einfach dafür, dass unseren Männern nichts geschieht. Wir werden tun, was notwendig ist, Inquisitor. Wächter Loghain wird euch den Rücken freihalten. Okay. Hawk ist bei unseren Soldaten auf dem Weg. Er unterstützt sie, bis ihr eintrifft. Alter, das ist so krass. Hätte man... Die Gegenwehr auf den Mauern ist zu groß. Unsere Männer kommen nicht über die Leitern. Wenn ihr es schafft, die Wehrgänge freizumachen, könnten wir euch Deckung geben. Das ist so geil. Also hätte man mir nach Origins damals gesagt, dass wir irgendwann in Zukunft mal in einem Dragon Age-Spiel hier mit einer Armee gegen eine andere kämpfen, gegen die grauen Wächter kämpfen und unsere Armee wird von Cullen angeführt und wir sind einfach hier mit Loghain unterwegs und Hawk ist auch dabei und... Das ist alles nicht wahr hier, ey. Wir sind einfach hier mit Loghain unterwegs, als ob das einfach voll der Best Buddy wäre. Und ja, er hat sich doch ein bisschen verändert, ne? Er steht hier für die Sache ein. So. Ich habe auf jeden Fall Bock auf diese Schlacht hier. So, was müssen wir tun? Finde den Kommandanten der Wächter Clarell. Finde einen Weg zu den Wehrgängen. Okay. Diese blöden... Mit den Schilden. Die mag ich nicht.
glaube, Cassandra wäre hier bei der Schlacht auch ganz hilfreich gewesen. Ich hätte gerne jetzt echt mal eine Rift mal gehen. Attacke! Halt zurück! Wir lassen uns nicht für irgendein wahnsinniges Ritual opfern! Oh, da ist irgendjemand, wir müssen ihm helfen! Zack, zack, zack! Rettet die Wächter! Eben, es muss auch Wächter geben, die nicht auf deren Seite kämpfen. Also keine Ahnung, die erfahrenen Wächter, die werden doch wohl dagegen ankommen. Kommt nicht näher. Zieht euch zurück. Die Inquisition ist nicht hier, um Wächter zu töten, sondern um Clarell aufzuhalten. Wenn ihr euch zurückzieht, geschieht euch nichts. In Ordnung. Meine Männer werden sich zurückziehen. Wir wollen hiermit nichts zu tun haben. Ja gut. Verfahrt mit Clarell, wie ihr es für notwendig erachtet. Wir brauchen eventuell Wächter noch in naher Zukunft. Ich war alles andere als dicht darauf, noch mehr Wächter zu erschlagen. Ich komme nicht drauf klar, dass wir einfach mit Logan rumlaufen. Leute, das ist so cool. Ich liebe Dragon Age einfach. Ich hab so Bock auf Veilguard. Und heute ist erst der 4. zum Zeitpunkt der Aufnahme. Ich muss noch bis zum 31. warten. Okay, wir machen das. Wir machen das. Aus dem Weg. Zack. Zack. Optionale Belagerungsposition sichern. Okay. Auf den Klammwall! Haltet die Uruks auf! An dem Moment. So ein Herr der Ringe-Spiel hätte ich auch mal wieder Bock. Sichert den Bereich rund um die Leiter! Moment. Kann ich hier irgendwie zoomen? Kann irgendwie nicht rauszoomen. Keine Ahnung. Ach, ihr macht hier das schon. Komm! Das wäre erledigt. Bei den anderen Leitern sterben noch Soldaten. Zack! Wir machen dem Rest eurer Truppen einen Dickfall. Ah. Aus dem Weg! Mit dem Protagonisten aus dem letzten Teil kämpfen. Das ist so cool. Ist schon ein bisschen episch gerade hier die Schlacht. Kommst du dir wirklich vor, wieso weiß ich nicht, Herr der Ringe in Helms Klamm oder sowas. Okay, Hawk, alles gut? Ich dachte, eure Männer könnten hier oben vielleicht ein wenig Hilfe brauchen. Sehr gut. Beschützt die anderen. Gute Arbeit. Bleibt bei meinen Truppen und sorgt dafür, dass sie das hier überleben. Ich werde tun, was ich kann, um ihnen die Dämonen vom Leib zu halten. Sehr gut. Er wird uns jetzt auch begleiten können. War das die andere Option? Ich weiß es gerade nicht, aber ich glaube, wir sollten unsere Truppen beschützen. So. Weiter geht's. Warte mal, bin ich hier überhaupt? Oben. Komme ich denn da hin?
ist so cool. Oh, habe ich das andere nicht gemacht? Oh, hätte ich doch woanders lang gemacht. Jene Welt, die zu schützen wir geschworen haben, hat uns verraten. Die Inquisition ist hier, Clarell. Wir haben keine Zeit für feierliche Worte. Diese Männer und Frauen geben ihr Leben, Magister. In Tevinter mag das nichts bedeuten, aber für die Wächter ist es eine heilige Pflicht. Ach so. Es waren viele lange Jahre, mein Freund. Zu viele, Clarell. Wenn mein Schwertarm den Wächtern nicht mehr dienen kann, muss es eben mein Blut tun. So ein Quatsch. Die Wächter wissen... Wie haben die ihre Gesinnung so verloren, alle? Haltet sie auf! Wir müssen das Ritual beenden! Mal gucken, ob wir das irgendwie regeln können. Clarell, wenn ihr das Ritual beendet, tut ihr genau das, was Arimond will. Und was? Die Verderbnis bekämpfen? Die Welt vor der dunklen Brut beschützen? Wer würde das nicht wollen? Und ja, das Ritual erfordert Blutopfer. Hasst mich dafür, wenn ihr wollt, aber hasst nicht die Wächter dafür, dass sie ihre Pflicht tun. Wir bringen die Opfer, zu denen kein anderer bereit ist. Unsere Krieger sterben für eine Welt, die ihnen niemals danken wird. Und dann übergibt er eure Magie an seinen wahren Meister, Korypheus. Korypheus? Aber er ist tot. Diese Leute würden alles sagen, um euch zu verunsichern. Irgendwas Clarell. Mitbekommen? Hat die... Sind die so doof? Meine Güte. Holt ihn her. Wer ist er? Bitte. Ich habe schon mehr als genug Blutmagie gesehen. Sie ist den Preis niemals wert. Ich habe die Wächter einst verraten und dadurch alles verloren. Seid ihr tatsächlich verrückt genug, zu glauben, ich würde es erneut tun? Ha, Logan hat sich echt geändert. Haltet euch mit dem Ritual bereit, Clarell. Dieser Dämon ist eurer Stärke wahrlich würdig. Die angreifen. Alle grauen Wächter werden feindselig sein. Sie werden euch im Kampf gegen die Dämonenarmee nicht helfen, besonders. Einige Wächter kommen vielleicht zur Vernunft. Unschuldige Wächter könnten verschont werden. Okay. Das Ding ist, ich weiß nicht, ob das irgendwas macht. Aber die Option habe ich vermutlich immer. Blackwall? Blackwall, könnt ihr sie zur Vernunft bringen? Ihr kennt mich nicht, aber ihr habt vielleicht von mir gehört. Genau wie ihr habe auch ich mein Leben den grauen Wächtern verschrieben. Als ich zum ersten Mal diese Rüstung anlegte, fühlte ich mich zugehörig. Als Teil von etwas Ehrenhaftem, etwas Bedeutendem. Ich weiß, wie gut sich das anfühlt. Wie sicher. Doch wenn ihr heute kämpft und dabei sterbt, wird das die Verderbnis nicht aufhalten. Wenn ihr die Verderbnis aufhalten wollt, erschlagt diesen Bastard dort oben. Sein Meister ist die Verkörperung der Verderbtheit. Clarell, wir sind so weit gekommen. Ihr seid die Einzige, die es zu Ende bringen kann. Die sich so einfach bequatschen lassen. Wir sollten vielleicht herausfinden, wie viel Wahrheit in diesen Anschuldigungen steckt. Womöglich können wir ja weiteres Blutvergießen vermeiden. Womöglich sollte ich aber auch einfach einen verlässlicheren Verbündeten hinzuziehen. Mein Meister wusste, ihr würdet kommen, Inquisitor. Und er hat mir das hier gesagt. Jetzt hat er doch schon bewiesen. Er hat sogar bewiesen, indem er von seinem Meister geredet hat. Das ist ein Erzdämon. Vermutlich.
Ich hab sie jetzt gerafft. Aber ganz ehrlich, so sie hatte nur. Also die ganzen Wächter hatten nur das Wort von dem Dude da. Die haben sonst nichts mitgekriegt. Wie dumm kann man denn sein? Mann! Muss danken, wenn man ihn braucht. Ja, können wir den jetzt platt machen, bitte? Ja, du hast gerade deinen Freund gekillt. Unnütz. Okay, immerhin ist sie jetzt wieder zur Besinnung gekommen. Clarell wartet. Yes! Okay, wir haben die Wächter auf unserer Seite. Außer die Magier da. Ich glaube, die sind zu bekehrt von Prometheus. Okay, wir haben die Anführerin überzeugt. Sehr gut. Blackboard, sehr gut gemacht. Ich weiß nicht, was das für ein Ergebnis gebracht hätte mit der Geschichte. Aber ich glaube, das wäre halt die Lösung gewesen, wenn wir keine andere Option gehabt hätten. Also kann die nicht so gut gewesen sein. Diese blöden, großen Dämonen, ne? Die halten so unfassbar viel aus. So. So. Tschüss. Oh, Cole mag das alles hier gar nicht. Ich glaube nicht, dass es so gut bei denen mitzunehmen. So, mal gucken. Wo ist denn Clarell? Oh Gott, ich möchte ausweichen. Oh, da freue ich mich schon drauf. Dieses Ausweichen in Wail da, so ein bisschen wie in Dark Souls, so. Dass man sich als Magier so rumteleportieren kann, sowas. Richtig cool. Ja, ich bin die ganze Zeit am Fangirl. Sorry, Leute. Ja, nee. Kannst du mal. Nee, hier gibt's nichts für dich. Kannst du bitte einfach gehen? Hallo, tschüss. Cole, ganz ruhig. Nicht sterben. Aber wenn das wirklich ein Erzdämon ist, dann kann doch nur ein grauer Wächter den töten. Funktioniert das so? Haben wir gerade eine Verderbnis? Wie ist das denn nicht gerade? Das ist alles zu verwirrend hier. Ja. Angriff! Ich glaube, sie ist ein bisschen sauer auf ihn. Hättest du vielleicht checken sollen, bevor du deinen Kumpel gekillt hast. Wächter vernichtet. Mal wieder. Oder? Kill den einfach. Das wart ihr selbst, ihr dämliches Miststück. Irgendwie? Ich habe euch nur ein klein wenig Macht vor Augen geführt. Und ihr wart begierig darauf, eure Hände in Blut zu tauchen. Andere Richtung wäre besser gewesen. Schön von der Festung runter. Ihr hättet einem neuen Gott dienen können. Ich werde der Verderbnis niemals dienen. Leute, wir müssen das hier irgendwie jetzt machen. Oh. Okay. Das war's mit ihr. Ich dachte, sie spielt jetzt irgendwie noch eine größere Rolle oder sowas. Oder hilft uns. Oder tötet den Drachen. Oder... Keine Ahnung. Oh Gott. Oh, sie lebt noch irgendwie. Lebst du noch? Können wir ihr helfen, bitte? Hallo? Leute, tut doch mal was. Im Krieg. Wachsam in Friedenszeiten. Oh. Oh. Bin ich verletzt oder gekillt? Keine Ahnung. Der hat irgendwas getan. Leute, wir müssen hier weg. Oh, Logan! Oh, wir haben Logan gerettet. Ich finde das immer so cool, wie Logan so einen Wandel durchgemacht hat, dass er halt wirklich einsieht, dass er halt das falsch war, die Wächter zu verraten, dass er jetzt halt einfach auf der guten Seite kämpft.
Richtig cool. Sind wir gerade ins Nichts gegangen?